Das sind die Checkpoints hier. So weit bin ich schon. Ja gut, aber wenn einem angezeigt wird, was man da zu machen hat, weiß ich nicht, ob es dann schon wieder zu einfach wird, ehrlich gesagt. Es wäre ganz cool. Na gut, hier ist es relativ eindeutig, was man zu machen hat. Behaupte ich einfach mal. Wäre in dem Sinne ganz cool, wenn man das... Halt! Aha, an- und ausschalten könnte. Ob man diese Symbole dazu sehen hat. Also ich muss schon vorher aufhören und vor allem ich muss das timen hier. Sonst wird das nichts. Insel, kommen Sie mal rüber hier. Ich brauche Ihre Aufmerksamkeit. Das war... Ah, knapp, okay. Ups, das war albern. Aber halt, Moment, da unten ist noch was. Ja. Da möchte ich doch hin. Noch so ein Ding hier. Flop. Ja. Ich meine, dass man da 5 Stück von sammeln kann. Bin mir aber nicht ganz sicher. Na, lass ich mich ja hin. Ja, vielleicht nicht. Wie komme ich denn jetzt von hier wieder weg? Reicht das? Au! Halt! Stopp! Nein, okay. Vielleicht doch nicht. Ich glaube, ich müsste den trotzdem noch eingesammelt haben. Ist zwar nicht der sinnvolle Weg, von wegen, ah, Selbstmord für den guten Zweck. Aber offenbar funktioniert's. Zumindest hoffe ich mal, dass es eingesammelt bleibt. Kann man das sehen von hier aus? Sieht das sehr eingesammelt aus. Falls nicht, dann halt nicht. Das ist mir gerade mal egal. Auch ich habe Grenzen. So. Kombiniere den Powersprung mit dem Enterhaken, um höhere Gebiete zu erreichen. Da oben. Ja, da komme ich so nicht ran. Und boing. Das ist natürlich cool. Ich glaube, das wird noch sehr umständlich werden. Ich rechne mal mit dem Schlimmsten. Kombiniere den Weitsprung mit dem Enterhaken, um weit entfernte Gebiete zu erreichen. Das ist halt alles noch sehr tutorial-lastig. Was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Das ist natürlich cool. Hat was. Ja. Das ist doch nett. Glaube ich. Halt! Das ist war zu weit. Oh! Hui! Das gefällt mir. Okay. Doch, so ist das schön. Das ist nett und es fühlt sich auch alles sehr ordentlich, sehr flüssig an. Wie gesagt, ich würde das nicht mit dem Controller spielen wollen. Ich bin in Sachen Ego-Sichtsteuerung absoluter Control-Noob. Das muss absolut nicht sein. Gerade dadurch würde ich doch viel öfter scheitern als sowieso schon hier. Das würde man sowas von schief gehen. Von daher seid froh, dass ich euch zumindest das erspare. Wenn du dich an einem Objekt in Bewegung festhakst, wird es dich mitziehen. Das ist natürlich nett. Aber man hakt sich ja nicht ewig fest, wie ich das gesehen habe. Das ist ja nur... Naja, bis man halt rangezogen ist. Man bleibt immer in Bewegung. Ja, aber das bewegt sich quasi genauso schnell wie ich selber. Von daher, das ist okay. Also ein bisschen bremsen kann man in der Luft, das geht schon mal. Früchte pflücken kann man nicht, ne, Blüten, nein, schade. Falls man mal Hunger hat, was dann? Man weiß es nicht. So, Hallöchen auch. Hi, na, du Speicherpunkt. Ist halt die Frage, wer speichert hier wen? Ich glaube, die Frage müssen wir gar nicht beantworten. Whoops. Au. Ach, ich hätte... toll, ich bin auch schlau, ich hätte mich da festhaken können. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Hui, Hak. Nee, kann ich nicht. Kann mich da nicht. Warum konnte ich das nicht? Warum konnte ich mich da nicht festhaken? Keine Ahnung. Das hat ja auch so funktioniert.
Das sieht aus wie ein Gesicht mit einem komischen Hut auf. Und sehr traurig. Mit sehr vielen Tränen, die darunter kullern. Der bewegt sich da. Ja, gut. Sollte das nicht egal sein, von welcher Seite ich mich daran hefte? Sogar hier, ne? Ohne da noch extra was zu machen. Einfach mal so rangeploppt. Ja. Aber man merkt schon, man muss so ein bisschen die Physik verstehen, die hier hintersteckt. Und dann läuft die Sache eigentlich einigermaßen. Oder man muss halt auch ein bisschen aufmerksam sein, wo denn da aber hier Sachen zu begrabbeln sind. Ja. Ist das optional hier? Weil gefühlt müsste ich nach oben. Gefühlt. Kommt man denn zurück nach oben? Es ist zwar ganz nett hier. Was auch immer hier sein mag. Im Moment nicht wirklich was. Es ist ziemlich neblig die ganze Zeit. Ich hoffe mal, das ändert sich noch. Es sieht zwar sehr mysteriös dadurch aus, aber ein bisschen weniger Nebel wäre vielleicht auch ganz nett. Früher hätte man gesagt, ja, dreh doch die Sichtweite hoch, aber das ist, hat da nichts mit zu tun. Halt, stopp. Okay, dann ist hier unten nicht wirklich was Spannendes. Okay. Schaffe ich das? Ah, okay. Ja, es geht von hier aus sogar. Ich mache gerade eine komische Biegung. Aber es geht. Man kann in der Luft so ein bisschen steuern. Das ist ganz angenehm. Warte mal, hat sich das Symbol gerade gedreht hier an der Maus oder was ist da los? Ich glaube nicht, ne? Das kam mir gerade so vor. Schöne die Checkpoint. Ha! Okay. Oh, ich hätte mich sogar noch retten können. Da hätte ich mit rechnen müssen. Warum rechne ich nicht mit sowas? Was eigentlich so relativ offensichtlich ist. Ich habe einen zweiten Energiekristall gefunden. Jetzt kannst du dich zweimal festhaken. Wie zweimal? Was meint er mit zweimal? Jetzt so direkt nacheinander oder? Nein, gleichzeitig ja nicht. Vermute ich mal. Ja. Ich habe gerade wieder reflexartig die Leertaste benutzt zum Springen. Leuchten, was? Leuchten irgendwas? Sind irgendwas? Ich würde die Meldung gerne nochmal sehen. Dass ich verstehe, was da abgeht. Was denn erleuchtet und was damit gemacht wird. Aber gut, wir werden erstmal nochmal wieder hier mit den Spielmechaniken vertraut gemacht. Immer weiter. Was auch richtig ist, wenn ein Spiel es nicht schafft, einem irgendeine Mechanik zu erklären und dann muss man die nicht nutzen sofort, dann lernt man das meistens nicht so wirklich gut, habe ich den Eindruck. Zumindest ich merke mir nicht alles, ich muss es mal gemacht haben. Dann habe ich den Eindruck, ja, ich habe das schon mal gemacht, ich weiß, wie das funktioniert, wenn es drauf ankommt. Ach so, ah, das hat uns die Symbole auf der Hand erklärt. Ah. Ah, die Menge der Aufladung, die wir da gerade haben. Bis wir halt den Boden berühren. Darum geht's. Wenn wir den Boden berühren, lädt sich der Kram sofort wieder auf. Das ist natürlich nett. Und die Symbole stören überhaupt nicht hier. Wir machen uns eigene Bilder. So, hallo. Naja, das geht aber fix mit den Teilen hier. Zweimal direkt an solchen rotierenden Teilen hier. Ich glaube, ich darf da nicht zu dicht dran festhängen, sonst ich ziehe mich da ja immer ein Stückchen ran. Ha! Oh, das wird knapp. Doch, das gefällt mir gut. Das hat so eine bisher noch ganz angenehme Menge
oder ein ganz angenehmes Maß an Plattforming, was ich noch kontrollieren kann. Natürlich ein bisschen mehr darf es gerne werden. Die Gegend sieht vor allem auch sehr böse aus jetzt. Und da sollen wir hin. Na, danke schön. Hi. Ja. Ja, gehen wir da hin. Machen wir da einen Zwischenstopp. Oder wie sieht das aus? Ah, ich glaube, wir gehen direkt hier weiter. Das ist eine komische Gegend. Da unten war es ja noch ganz nett mit den Wasserfällen, aber diese langen Stachel. Das irritiert mich. Noch ein Lager. Ah. Hallo. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes. I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Oh, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Tja, das weiß ich auch nicht. Das mit den Moskito-Eiern ist natürlich böse. Und die Socken, die der da gerade gehabt hat, ich habe keine Ahnung, wie der seine Wäsche macht. Aber meine Güte, waren das feste Socken. Die hatten aber Idealform, aber auch nachdem die an der Leine hängen. Trotz Schwerkraft und so. So. Das wird ein bisschen flotter gerade mal. Okay, man bleibt da doch komplett dran hängen. Halt! Okay. Auch wenn man da ganz rangezogen ist. Das war... Ja, das ist nur an den Wänden hier nicht so, dass man dann hängen bleibt. Oh, wir verlassen den Nebel. Ne, da unten ist noch extra Nebel. Und es ist auch schön, wie schnell man sich damit abfindet, dass quasi diese Welt so ist, wie sie ist. Also irgendwie... Ich habe mich zwar gewundert, was das hier für eine Welt ist, aber das Hinterfragen hat nicht sehr lange gedauert, habe ich den Eindruck. Ich habe auch den Eindruck, je mehr man in solchen Welten unterwegs ist, durch verschiedene Spiele, umso mehr akzeptiert man das, was einem hier aufgetischt wird. Deswegen, das ist schon ganz interessant. Ist hier Partybeleuchtung oder was? Ich meine, klar, das Spiel wird nicht so bleiben, wie es ist, wahrscheinlich, sonst wäre das ein bisschen eintönig. These blue lights, did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Man weiß es nicht. Der wird spontan geladen. Oh. Oh, wer auch immer das hier verschlossen hat. das sieht hübsch aus mit den ganzen... Lichtern in den Wänden. Die glimmern so ein bisschen. Durch die Engine hier. Das ist doch nett. Die Musik ist auch nett. Ich kann auch gerade gar nicht rennen. Ich kann auch nichts machen. Ich kann nur ranzoomen hier. Oh. Aha. Gibt es hier so ein ganzes Dorf oder was ist das? Hallo. Who are you? Oh. You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller, and with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? Da hab ich jetzt nicht mitgerechnet. I said that he was, that I had known him all my life. Hallo. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why really, but you can call me Maddie.
You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Hatte er nicht gerade über Froscheier geredet? Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber es wäre sehr passend und ein bisschen sehr auffällig. Weiß ich nicht. Aber interessant, ich habe nicht damit gerechnet, dass man hier noch andere Wesen in der Form trifft und damit vor allem sich so nett und freundlich unterhält. Interessant. Wir sollen da runter. Ja, direkt hier. Na, okay, direkt hier lang wird vielleicht ein bisschen schwierig. Nehmen wir mal einen Umweg. Machen wir das. So, das ist ganz angenehm mittlerweile. Da unten ganz hin? Das sieht so winzig aus, weil das so weit weg ist. Aber ich glaube, das ist unsere Chance gerade. Und hoffentlich treffen. Ja, doch, sieht gut aus. Au. Machen wir echt einen Umweg, ne? Da hinten ist ja eigentlich das Dorf. Aber warum nicht auch mal Umwege? Das ist doch nett. Schön. Ist natürlich grafisch nicht mehr so der Oberknaller. Ich meine, die Engine ist schon eine ganze Weile alt. Das Spiel selbst ist von 2014, vom Mai 2014. Aber es sieht halt, es hat halt sehr viel Charakter, sehr, sehr viel Charme. Und ich finde, durch die Art, wie es gemacht ist und dadurch, dass es halt ein kleineres Spiel ist, ist klar, dass es nicht so wahnsinnig aufpoliert ist, aber doch sehr stimmungsvoll ist, vor allem. Das ist mir tatsächlich wichtiger als irgendwelche High-End-Shader, hochauflösende Texturen, keine Ahnung was. Hauptsache, das Spiel macht Spaß, Hauptsache, die Story ist gut, Hauptsache, das Gameplay ist gut. Eine von diesen Sachen muss es haben, am besten sogar alle. Eine gute Präsentation, eine gute Story, ein gutes Gameplay. Und bisher gefällt mir das ja noch sehr gut. Um es mal deutlich gesagt zu haben. Warum deutlich? Geht das? Doch, das geht. Locker. Vielleicht doch nicht locker. Halt! Oh, das war knapp. Geht das? Au. Doch, ich glaube, der Haken wird mich nochmal in der einen oder anderen Situation retten. Ich hoffe, der wird nur nicht irgendwann zeitbegrenzt. Wie lange es geht. So, ich glaube, bevor wir da reingehen, bevor wir irgendwelche langen Dialoge hier abquatschen, würde ich sagen... Wobei, doch, klar, dann gehen wir noch eben rein. Hallo! Hey! Wie hey? Selber hey! Hi, welcome to my village. Moin. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! Okay, die... I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Ja, das denke ich mir auch, ne? Warum, wenn man hier eine andere Lebensform hat, warum sprechen die die gleiche Sprache wie man selber? Und vor allem so akzentfrei. das mit der Windmühle ist bestimmt irgendwo da hinten. Ich würde sagen, das schauen wir uns später genauer hier an, diese ganze Gegend. Und ich mache eine kleine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen bei A Story About My Uncle. Gefällt mir sehr gut bisher. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!